She's waiting for love to be. Erlöst werden. Jedem fällt im Moment ein, was das bedeuten könnte. Weniger Homeoffice und Homeschooling, dafür ihn mit Schüler oder Kollegin wiedersehen. Eine Entlastung für die Menschen in den ärztlichen und pflegerischen Berufen. Oder dass die Wirtschaft und die Kultur wieder mit Leben erfüllt werden. Dass wir in dieser Kirche St. Michael wieder Gottesdienst feiern können. Oder ich endlich mal wieder zum Friseur kann. Wieder erlöst werden, von Gott befreit werden. Das ist der Wunsch der Christinnen und Christen seit 2000 Jahren. Vielleicht glauben sie nicht an Gott und das Wort Erlösung ist ihnen ganz fremd. Aber der Wunsch, befreit zu werden von dem, was mich belastet, ich glaube, den haben wir alle. Vergib uns. Um Lockerung der Einschränkungen wegen Corona geht es gerade. Dabei habe ich das Gefühl, dass der Tonfall in den letzten Tagen und Wochen doch ein wenig harscher geworden ist. Natürlich freue ich mich sehr, wenn wir hier am 17. Mai wieder Gottesdienst in der Kirche feiern können. Oder wenn ich eines Tages meine Chorfreunde wiedersehe. Aber ich komme eben auch aus diesen Erfahrungen. Im Berliner Domchor sind von 80 Sängerinnen und Sängern 32 an Corona erkrankt. Meine Nachbarin im Heimatort ist an Corona gestorben. Und in dem alten Wohnheim, wo sie wohnte, waren 22 Menschen, die verstorben sind, an Corona infiziert. Im Moment habe ich das Gefühl, verantworten müssen sich eher jene, die für Einschränkungen plädieren, und die für Lockerung sind, werden als Vorkämpfer für die Freiheit angesehen.
Aber Verantwortung ist nie einseitig. Verantworten müssen sich beide Seiten, ob sie für Einschränkungen sind oder eben auch für Lockerungen, wenn, was aber Gott verhindern möge, vielleicht doch eine zweite Corona-Welle Deutschland erfasst. Erlöse uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schuld. Die Bitte um Freiheit und die Erfahrung, dass ich Fehler mache, begleitet Christen im Vaterunser. Den Wunsch nach Freiheit kennt gerade jede und jeder. Ob es auch die Einsicht ist, dass ich Fehler mache und Fehler anderer dadurch anders beurteilen sollte? Das Vaterunser könnte dafür eine gute Hilfe sein. Es erinnert mich daran, wovon ich erlöst werden möchte, und es bittet mich zugleich, auf meine eigenen Fehler zu achten. Erlöse mich von dem Bösen und vergib uns unsere Schuld. So betet man. Gelassen Corona trotzen, nachbarschaftlich Nächstenliebe üben, darum geht es in diesen Tagen. Bleiben Sie Gott behütet. Keep on stopping.